Es ist der Moment des Abends, das Willy Brandt-Haus bebt, als die ersten Hochrechnungen bekannt gegeben werden. Fast 20 Jahre lang mussten die Sozialdemokraten auf einen Wahlsieg warten. Nun der Moment, den vor ein paar Wochen noch kaum jemand erwartet hätte. Die SPD wird stärkste Kraft. Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht. Und das ist ein großer Erfolg. Beständigkeit, aber kein Beben versprüht Olaf Scholz bei seinem Auftritt. Ob aus ihm in diesem Leben noch eine Partykanone wird? Viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben. Ja gut, Olaf Scholz hat ein hanseatisches Gemüt. Doch, ich habe im Wahlkampf immer schon gesagt, Hamburger Humor versteht auch nicht jeder, ich verstehe ihn. Für einen kurzen Moment versammelt sich die Parteiführung auf der Bühne und lässt sich von der Basis feiern. Doch so plötzlich wie sie kam, waren sie wieder weg. Auf der anschließenden Party keine Spur von Esken, Walter Borjans und Co. Ja, also wir sind hier, das Willy Brandt-Haus hat keinen Keller. Also von Versteckspiel kann da eigentlich keine Rede sein. Aber wo feiert nun die Parteispitze? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Personenschutz, mit den BKA-Leuten, die Promis begleiten. Aber das stimmt. Ein bisschen mehr könnten sie ja schon rumlaufen. Für die Parteimitglieder kein Grund für Kummer. Jetzt wird erstmal gefeiert. Schon. Wir waren vor 6 Monaten bei 14%. Das ist schon ein Unterschied jetzt. Und niemand wird behaupten können, dass die SPD nicht irre aufgeholt hat. Und das ist schon mal eine Riesenparty wert. Ich bin total in Feierstimmung, aber ich mache es immer so, ich freue mich riesig darüber, mache dann erstmal die ganzen O-Töne und am Ende trinke ich dann richtig ein mit den Kollegen und Kolleginnen. Also es ist ein wunderschöner Tag für die SPD heute. Doch nicht alle trauen den ersten Hochrechnungen des Abends. Also kommt drauf an, welcher Prognose man glauben soll. Wenn es nach der ZDF-Prognose geht, dann ist es ein Siegesbier, aber wenn es nach der ARD-Prognose geht, dann ist es ein, wir warten nochmal ab hier. Die SPD hat ja wirklich sehr stark zu kämpfen gehabt und ganz viele haben ihr schon den Charakter als Volkspartei abgesprochen. Insofern ist das heute einfach ein toller Tag für uns. Die SPD ist Volkspartei, die SPD ist wieder da und deshalb ist es so doppelt schön heute. Nicht unerheblich für den Erfolg war die Geschlossenheit der Partei. Doch was erwartet die Basis von den kommenden Gesprächen? Ich denke, die Ampelkoalition ist schon das, worauf wir hinarbeiten müssen. Natürlich, also inhaltlich Rot-Rot-Grün. Wenn man sich anschaut, wie viele Fragen im Wahl-O-Maten wurden identisch beantwortet, dann ist Rot-Rot-Grün die naheliegendste Koalition. Es reicht aber nicht. Dementsprechend müssen wir schauen, wo wir bleiben. Und ich denke, Rot-Grün wäre natürlich unser Traum gewesen. Dafür reicht es naheliegenderweise auch nicht. Und dann müssen wir gucken, progressive Bündnisse finden. Und da sehe ich dann die FDP im Zweifel in der Verantwortung mit uns im Gespräch. Über mögliche Koalition will an diesem Abend nicht jeder sprechen, denn das ist Schnee von morgen. Ampel, Jamaika, Kenia. Für die meisten Parteimitglieder jetzt noch Zukunftsmusik. An diesem Abend wird gefeiert, auch ohne Parteiführung.